Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute soll es mal um den Kauf einer Langwaffe gehen und was man da beachten muss, wenn man die Waffe für das Long-Range-Shooting kauft. Also es geht um Long-Range-Shooting-Waffen und was müsst ihr alles beachten, wenn ihr so eine Waffe kauft. Das bin ich sehr, sehr oft gefragt worden und ich werde auch oft dazu angerufen. Und nun will ich endlich mal ein Video dazu machen, wo ich die einzelnen Dinge auf die einzelnen Dinge eingehe, die wirklich sehr, sehr wichtig sind. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem kleinen Video. Vielleicht wird es auch ein bisschen länger, ich weiß es noch nicht. Ich habe mir natürlich wieder eine Struktur gemacht und gehe die ganzen Sachen gleich durch. Es geht heute nur um die Waffe, das heißt, ich zeige mal so eine Waffe, also um so ein Teil ohne eine Optik. Ja, das ist schon die komplette Waffe, da fehlt natürlich noch was, hier ist kein Zweibein dran. Hier ist keine Optik dran, aber es geht erstmal um die Grundwaffe. Und die Grundwaffe kann man ja immer alleine kaufen und genau um diese geht es heute. Also nicht um diese, die ich in der Hand habe, sondern um das Kaufen dieser Grundwaffe. Ich habe ja ein paar Waffen hier auf dem Tisch und werde euch auch noch ein paar Dinge zeigen, auf die ich großen Wert lege. Und ihr müsst natürlich wissen, das ist meine persönliche Meinung aufgrund meiner bisherigen Waffenkäufe. Da habe ich ja schon einige. Und ich kann also nur das wiedergeben, wovon ich auch wirklich überzeugt bin. Arbeiten wir das mal im Einzelnen ab. Punkt Nummer 1, ihr müsst den Einsatzzweck wissen. Wenn ihr den Einsatzzweck nicht wisst, dann könnt ihr auch nicht wissen, welche Waffe ihr kaufen sollt und auf was ihr achten sollt. Jetzt werden viele sagen, ja, ich brauche die Waffe aber für alles. Da kauft ihr garantiert das falsche Gewehr für die meisten Sachen dann. Eine Waffe kann immer nur für einen bestimmten Zweck gekauft werden und sie ist dann vielleicht noch für ein paar andere Dinge gut, aber nicht so gut. Das heißt, ihr müsst euch vorher schon entscheiden, für was ihr die Waffe kauft. Wenn ihr eine Long-Range-Waffe kauft, dann ist die zum Beispiel, ne, wenn ihr zum Beispiel Jäger seid, nicht optimal für die Jagd geeignet. Also Einsatzzweck ist Punkt Nummer 1. Wenn ihr den Einsatzzweck nicht genau definiert, dann könnt ihr auch nicht die Eigenschaften der Waffe definieren. Punkt Nummer 2 ist, wie oft geht ihr damit schießen? Warum ist das wichtig? Wenn ich jetzt oft schießen gehe, dann muss ich bestimmte Komponenten auswechseln, weil sie einfach nicht so lange halten. Und zwar geht es da vorrangig um den Lauf, weil der Lauf einer Waffe ist als erstes im Eimer sozusagen. Und muss dann ausgewechselt werden. Das heißt, wenn ihr also oft schießt mit dieser Waffe, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr den Lauf auswechseln könnt. Dazu komme ich aber nachher nochmal. Punkt 3. Ihr müsst die Einzelteile der Waffe kennen und diese Waffe aufgrund dieser Einzelteile beurteilen können. Und da gibt es nur 5. Es gibt nur 5 Teile an einer Waffe. Also ich fasse das mal ein bisschen zusammen, aber es sind 5 grobe Teile, die wichtig sind. Und diese 5 Teile gucken wir uns heute im Einzelnen an, worauf ihr da achten solltet. Und ich gebe euch da meine Meinung wieder an der Stelle. Punkt Nummer 1 bei der Waffe ist das System. Das System ist also der Systemkasten. Wenn ihr hier vorne meine Custom seht, dann ist das dieser blanke Kasten quasi. Und dieser blanke Kasten beinhaltet das System. Wenn ihr hier die Ticker nehmt, dann seht ihr hier diesen schwarzen Kasten in der Mitte, also ne, von hier bis hier. Das ist das System, das steckt hier jetzt hier im Chassis und da steckt jetzt das Magazin drin. Alle Waffen sind sicher. Ich betone das nochmal zwischendurch. Für die, die glauben, ich habe hier scharfe Waffen. Da ist der Griff dran und so weiter. Ne? Also der Griff ist am Chassis angebaut, nicht am System meistens, aber es kann auch am System sein, je nachdem. Also das ist das System und im System befindet sich auch der Verschlussbolzen, also der gesamte Verschluss. Und 650 Gramm. Und das ist das System. Auf das System müsst ihr achten. Und das System ist abhängig. Das System ist abhängig vom Kaliber, logischerweise. Je größer das Kaliber, je stabiler muss das System sein. Und wenn ihr ein kleines Kaliber habt hier, so wie das, ne, KK, dann ist das System natürlich auch ziemlich klein, ganz klar. Und muss auch nicht so viel abkönnen. Und das System ist aber entscheidend, also das Kaliber, für das ganze Handling. Ja, für das ganze Handling und auch indirekt für die Präzision und auch ganz wichtig für die Sicherheit. Ihr müsst nämlich am System ein paar Dinge beachten. Und der erste Punkt am System ist die Sicherheit.
Ein System muss zum Beispiel Entlastungsbohrungen haben, wenn zum Beispiel eine Patrone reißt oder ihr einen Durchbläser habt oder sowas. Was passiert dann mit dem Gas, was da ganz schnell austritt? Und sicher könnt ihr euch sein, wenn ihr hochwertige Komponenten kauft, dass es dort Entlastungsbohrungen gibt, die quasi dieses überschüssige Gas ableiten und euch der ganze Quatsch nicht ins Gesicht fliegt mit dem Verschluss. Aber dazu komme ich gleich noch. Das heißt, es muss ein sicheres System sein. Das heißt, wenn ihr ein System kauft, müsst ihr Leute fragen, die das herstellen. Ist das System sicher? Was passiert bei einem Durchbläser? Was passiert bei einem Riss der Hülse? Fliegt mir da der ganze Quatsch ins Gesicht. Ne? Und wenn ihr Militärwaffen kauft zum Beispiel, da wisst ihr ganz genau, wenn die für das Militär zugelassen sind, dass die auf jeden Fall sicher sind, weil eine Vorschrift für die militärische Zulassung heißt auch unter anderem, dass die bei einem Durchbläser und so weiter den Soldaten schützen, der dahinter ist und ihm zum Beispiel nicht das Augenlicht rauben. Ne? Also das sind so Dinge, die sind wichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel die RS-9 nehme, dann ist das ein sehr, sehr schönes, cooles System. Und das ist auf jeden Fall sicher, weil das die Armee einsetzt. Und da braucht man sich also keine Gedanken machen. Also bei Systemen, die bei den Armeen oder oft auch bei den Polizeieinheiten eingesetzt werden, da braucht man sich keine Gedanken machen. Die sind in den meisten Fällen sicher. Wenn ich jetzt irgendwelche anderen komischen Sachen habe, ich kann jetzt keine Namen nennen, keine Firmen nennen, dann weiß man das manchmal nicht so genau. Oder man kriegt gar keine Antwort, dann lasst gleich die Finger davon. Ja, wenn ein Hersteller keine Antwort gibt auf die Frage, was passiert bei einem Durchbläser und so weiter, gibt es da Sicherheitsmechanismen, zum Beispiel auch Sicherheitsmechanismen, dass das Gas, das Durchblasgas, nicht genau ins Auge geleitet wird. Weil da reichen schon kleinste Splitter und dann ist Schluss mit lustig. Deswegen habe ich immer eine Schießbrille. Ihr wisst, es gibt ein neues Schießbrillenvideo und eine neue Schießbrille. Nur mal so am Rande. Das ist, es können immer Dinge passieren. Ich habe das schon gesehen, ich kann das jetzt auch nicht sagen, aber bei einer bekannten Waffe, die ich auch habe, dass da Dinge zur Seite wegfliegen. Und bei solchen Dingen, wenn die Patronen, wenn die Hülsen reißen. Aber nichts zum Schützen hin. Ne? Das ist immerhin sehr, sehr wichtig. Dann, wenn wir bei der Sicherheit sind, eine Sache noch. Es wird immer wieder gefragt, soll ich eine Ballpappwaffe kaufen? Kann man machen. Ich würde sie nicht mal geschenkt nehmen. Jetzt sagt ihr natürlich, warum will der keine Ballpappwaffe haben? Das hat mehrere Gründe. Bei einer Ballpappwaffe habe ich die Explosion und das ist eine Explosion. Also ein kontrollierter Abbrand, trotzdem ist es eine Explosion. Passiert diese Explosion genau hier. Hier passiert die Explosion. Zum einen habe ich immer den direkten Kontakt sofort mit meinem Wangenknochen. Und ich habe also eine Ableitung auf meine Gehörgänge. Das heißt, wenn die hier ist, dann habe ich nicht mehr diesen Bereich, ne? Wenn das System hier vorne ist, hier, und ich habe meine Wange hier, dann ist hier noch ein Stück Stahl dazwischen und so weiter und so weiter. Das heißt, diese Explosion wird nicht so übertragen, als wenn ich das direkt daneben habe. Das wird wohl eben einleuchten. Das heißt, dieser Körperschall ist auf jeden Fall höher. Das kann man vielleicht noch verschmerzen, aber wenn man 200 Schuss am Tag macht, dann ist da wahrscheinlich Schluss mit lustig. Ich möchte die Leute nicht sehen, die sowas schießen. Ich habe noch keinen gesehen auf solchen internationalen Wettkämpfen mit solchen Waffen und solchen Schusszahlen. Muss ich auch mal ganz ehrlich dazu sagen. Also, warum kaufe ich die nicht? Weil die genau an dieser Stelle natürlich eine Fehlfunktion haben können. Jedes Gewehr kann mal eine Fehlfunktion haben. Also muss das Gas bei dieser Waffe auch abgeleitet werden. Wohin wird es denn geleitet? Hier auf meinen Hals oder auf mein Gesicht oder nur nach da? Was machen dann die Linksschützen? Also ich weiß es nicht. Ne? Oder nach oben ist auch doof. Da habe ich meinen Kopf drüber. Wo wird das Gas hingeleitet? Nach vorne? Da ist es ja nicht. Ne? Da bleibt es ja leider nicht. Da ist ja der Lauf und da steckt ja eine Murmel drinnen. Ne? Also muss das irgendwo nach hinten gehen. Und das will ich hier einfach nicht haben, weil eine Fehlfunktion bei einer hohen Schusszahl kann immer irgendeines Tages mal vorkommen. Und da will ich nicht hier das Ding auseinanderfallen haben, an genau dieser Stelle. Punkt. Ende der Diskussion für mich. Also nicht geschenkt. Das ist der Grund für mich.
immer noch System. Wichtig ist, dass der Repetiervorgang sehr, sehr leicht geht. Ne? Das ist jetzt hier irgendwie angebunden. Ne? Wenn ich jetzt hier repetiere, das geht hier zum Beispiel ein bisschen schwerer bei der RS9, muss ich ehrlich sagen. Ne? Es geht auch nicht wieder rein. Das wäre also für dynamische Schießen nicht geeignet. Und es geht schon ziemlich schwierig. Ne? Also das ist so, der Verschlussmechanismus von der RS9, es geht also deutlich schwerer als der Verschlussmechanismus, ich gucke mal im Vergleich, von der, oh, der ist auch schon noch schwer, ne, aber deutlich leichter, muss ich sagen, ne, deutlich leichter. Und der geht noch mal ein Stück leichter hier von der Custom, weil ganz andere Systeme, ne, auch deutlich teurer dann logischerweise. Das heißt, wenn ich also meine Position nicht verändern will beim Long Range oder beim dynamischen Schießen und ich habe eine Position und will die weiterschießen, dann will ich genau wie bei den Benchrestern so wenig Bewegung wie möglich haben. Und deswegen mache ich da auch die Schulterkalibrierung. Das ist nämlich der Hauptgrund dafür, wenig Bewegung im System. Also soll es sich leicht repetieren lassen. Damit fallen schon mal so Sachen wie Geradezugrepetierer, schießt hoffentlich keiner im Long Range. Die fallen da raus. Ritsch, ratsch und Riesenbewegung in dem ganzen Gewehr kann man vergessen. Ne? Ganz einfach. Also leichtgängiges System, ganz wichtig. Dann kommt dazu die Picatinny-Schiene oben drauf. Es sollte eine Picatinny-Schiene sein, denn die meisten vernünftigen Montagen bedürfen einer Picatinny-Schiene, wenn ich da zumindest flexibel sein will. Und da gucken wir uns das mal an. Ich muss mal die Brille aufsetzen. Die Picatinny-Schiene hier, zum Beispiel von der Tikka, das ist ja eine relativ preiswerte Waffe, die ist aufgeschraubt. Ne? Da sind Schrauben drin, die ist aufgeschraubt, ist natürlich nicht ein System, kann ich bei dem Preis auch nicht verlangen. Ne? Gucken wir uns mal die RS9 an hier, da ist die Picatinny-Schiene am System. Das heißt, da gibt es keine Schrauben. Der Systemkasten hat die Picatinny-Schiene integriert. Da ist also nie was locker, da ist immer alles gerade. Da kann keiner was falsch montieren und. Das ist natürlich deutlich besser. Und das ist natürlich hier bei der Custom auch, sieht man auch schön, ne? Das ist alles eine Farbe, aus einem Stück gebaut. Das ist auf jeden Fall besser. Dann gibt es noch Unterschiede in der Qualität der Picatinny-Schiene. Es gibt verschiedene Mill-Normen, so wie hier. Und bei den Mill-Normen gibt es auch noch unterschiedliche Qualitätsstufen. Ja, es gibt diese Mill-Norm und diese Mill-Norm von einer Picatinny-Schiene. Also versucht immer das Beste da zu kaufen, was ihr kriegen könnt. Dann sind die Montagen passgenauer in der Wiederholgenauigkeit und. Außerdem hält das ganze Zeug dann länger. Ne? Also hier ist das auch wieder optimal. Bei der Tikka muss ich natürlich einen Kompromiss eingehen in der Qualität, weil die Waffe kostet ja insgesamt nur irgendwie 2.300 Euro. Ja, das System von dieser Waffe ist schon teurer als die ganze Waffe. Also muss natürlich irgendwo der Unterschied auch da sein. Kommen wir zu dem nächsten Systemteil, dem Lauf. Und ihr seht schon, das hier ist ein Monsterlauf, der ist sehr lang und sehr dick und ich erkläre auch gleich warum. Ihr seht, bei dem Militärgewehr ist der Lauf immer noch relativ dick. Ich glaube, es sind 22 mm hier vorne. Aber es ist schon nicht mehr so dick, wie ich mir das gewünscht hätte. Man kann die Waffe natürlich nicht unendlich schwer machen. Die Soldaten müssen damit noch durch die Gegend laufen. Das ist der Nachteil von Militärwaffen. Die sind immer nicht schwer genug. Ja, schwer genug, also sie sind schon schwer. Aber sie könnten ruhig schwerer sein. Man kann das noch verändern, aber gerade der Lauf sollte da dicker sein und schwerer sein. Das ist immer der Nachteil, wenn man so fertige Waffen kauft. Warum soll der Lauf überhaupt dick sein? Zum einen, weil er schwer ist, das ist gut. Und zum anderen, weil die Wärme, die Eintragung dann nicht sofort zum Verzug führt. Umso dünner die Läufe, umso eher verziehen sich die Dinger, wenn ich da 2, 3 Schuss hintereinander mache. Und ich mache ja, ne, 10, 12, 16 Schuss hintereinander und dann soll der erste nicht dahin gehen und der letzte dahin. Das bringt dann absolut gar nichts auf diese Entfernungen. Also dicker, schwerer Lauf und ein langer Lauf. Umso länger der Lauf ist, umso mehr V0, also Mindestgeschwindigkeit, kann ich rausholen, ohne mehr Pulver reinzustecken und ohne mehr Explosion dazu verursachen, und das ist ein Riesenvorteil. Das heißt, ich kann mit derselben Füllung deutlich bessere Mündungsgeschwindigkeiten erreichen und zusätzlich der Lauf wird schwerer, mein Rückschlag wird geringer. Das heißt, geringer Rückschlag ist immer super, also schwere Waffe, schwerer Lauf und langer Lauf, dann habe ich nämlich mehr V0, mit geringerem Pulver kriege ich die gleiche V0 raus, könnt ihr rechnen, wie ihr wollt, und das ist auf jeden Fall ein super
Vorteil. Ne? Oft werde ich gefragt, machen Carbonläufe Sinn? Nein, überhaupt gar nicht. Viel zu leicht, auch noch anfällig. Und also klar, die Oberfläche. Und was soll das? Ne? Also Stahl, dicker Stahl, super, was anderes braucht man nicht. Jetzt ist immer die Frage, wie soll der hergestellt sein? Da gibt es ja gehämmerte Läufe, knopfgezogene Läufe, geschnittene Läufe. Und was ist nun besser? Da scheiden sich so die Gemüter. Das kommt darauf an, wie der Lauf hergestellt wurde, also mit welchem Qualitätsanspruch. Es gibt gute gehämmerte Läufe. Zum Beispiel hat die RS9 gehämmerte Lauf. Der Vorteil ist, das hält länger. Das ist einfach so. Ich habe ja mal zur Laufherstellung hier zu dieser Waffe ein Video gemacht. Da kann man ja mal reingucken. Ich habe jetzt verschiedene Sachen in Bearbeitung, sage ich mal so. Ich glaube, der von der Ticker hier, der ist ja auch ein Custom-Lauf, der ist gehämmert, der ist hier gehämmert und der ist geschnitten. Das sind natürlich nachher Unterschiede in der Behandlung. Ein geschnittener Lauf wird die ersten 200 Schuss noch seine Geschwindigkeit steigern, weil er dann erst langsam so eingeschossen ist. Ein gehämmerter Lauf, der ist nach 50 Schuss, ist der auch fertig. Da muss ich nicht so eine Mühe machen. Ne? Aber ich kann zum Beispiel einen geschnittenen Lauf besser glätten, ne? Also, oder Lappin, ne? Aber das macht im Longrange-Bereich wahrscheinlich sowieso niemand. Also von daher ist es auch egal. Was ist noch wichtig am Lauf? Er muss natürlich ein ordentliches Mündungsgewinde haben. Das wird meistens raufgeschnitten oder ist vorhanden, so wie hier. Hier ist ein großes drauf, das ist gut. Ein Problem gibt es immer, wenn man sehr, sehr viele Schüsse nacheinander macht. Da muss ich gucken, was ich da haben möchte. Da kann ich keinen Lauf nehmen. Oder kein Kaliber nehmen, was sehr hohe Verschleißerscheinungen hat. Ne, sowas wie 338 Lapua Magnum oder 65 Creedmoor oder 6 mm BRC ist eher ungeeignet für sehr viele schnelle Schüsse nacheinander. Ja, wenn ich da so Speed-Schießen mache, deswegen mache ich das nicht mehr, dann da leidet der Lauf sehr drunter und das möchte ich dann an der Stelle nicht. Ja, 10, 12 Schuss sind kein Problem, 20, 25 sind aber schon deutlich stressiger für so einen Lauf, wenn ich die hintereinander schieße. Ich habe das auch gemerkt bei der RS9. Ich habe das mal gemacht damit. Und dann kommt alles an seine Grenzen. Das wird zu heiß alles, logischerweise. Und das kann es nicht mehr abführen. Dafür ist es auch nicht gebaut. Ein Wort noch zu Wechselläufen. Ich halte davon überhaupt gar nichts, weil die Waffe ist dann immer nur für ein Kaliber optimal ausgerichtet. Und das zweite ist so ein Kompromiss, ob das wirklich gerade ist mit das bisschen angeschraube. Außerdem sind Wechselläufe dafür geschaffen, dass es beim Militär billig ist, ne? Dass ich ein System habe und mehrere Läufe und trotzdem das Gleiche draus machen kann. Weniger Logistik, weniger Lagerhaltung. Ne? Das ist eine Erfindung vom Militär. Die brauche ich nicht. Ne? Ich will mit dem Gewehr genau das schießen. Punkt. Und da brauche ich keinen Wechsellauf. Deswegen, also Wechsellauf wird von mir nicht favorisiert. Das dritte Teil ist das Chassis. Und das Chassis ist auch ganz wichtig. Man sagt ja immer, ne, der Lauf schießt und der Schaft trifft. Und das stimmt natürlich auch. Das heißt, die Bettung muss gut sein. Ne? Also ich mag zum Beispiel keine Bettungen, die in Holz gebettet sind mit irgendwelchen Klebern und weiß ich was. Holz ist ein Stoff, der arbeitet. Das kann man natürlich unterbinden, so ein bisschen mit Metalleinlagen und Schichtholz und all den ganzen Kram. Das wird auch funktionieren. Wichtig bei so einem Schaft ist, dass er einstellbar ist, wenn ihr die Einstellung benötigt. Und im Long Range benötigt ihr die Einstellungen. Es sei denn, ihr schießt immer nur liegend mit den gleichen Klamotten. Dann muss ich auch nichts einstellen können. Ansonsten, wenn ich mit den gleichen Klamotten schieße, dann kann ich den Schaft einmal einstellen. Schaftbacke in der Entfernung hinten, also in der Länge. Und in der Höhe des Schaftendes. Das muss ich einmal einstellen, dann ist es okay. Wenn ich was anderes schießen, in einer anderen Position, na, dann bin ich schon wieder Nese. Ne? Dann brauche ich einen einstellbaren Schaft, so wie hier und hier und hier. Alle meine Schäfte sind einstellbar und die kann ich dann vernünftig anpassen. Und das ist wichtig, gerade im Durchblick hier, dass ich hier eine vernünftige Auflage habe, dass ich das Schaftende einstellen kann. Ihr seht, wie hoch das hier ist. Ist noch nicht mal, doch, das ist Maximumhöhe jetzt. Gerade wenn ich liegend schieße, wenn ich jetzt das Gewehr oben in der Hand habe und muss auf einer hohen Barrikade schießen, dann muss das genau das entgegengesetzte Ende, dann muss das Ding tiefgestellt werden und. Da mache ich vielleicht nochmal ein Video zu. Also einstellbar, wichtig für mich ist immer noch, dass der Schaft klappbar ist wegen der großen Länge und ich muss das Ding ja auch transportieren beim dynamischen Schießen. Beim statischen Schießen ist es egal, dann,
Da brauche ich nicht unbedingt einen Klappschaft. Ich finde es gut, das Ding hat trotzdem einen, weil der gut gefertigt ist. Aber er wäre nicht notwendig an der Stelle. Wichtig ist noch, dass ihr, wenn ihr Anbauteile habt, dass ihr jetzt zum Beispiel hier eine Ackerschiene oder sowas drunter habt, weil dann könnt ihr das auch verschieben. Das braucht man beim dynamischen Schießen auf jeden Fall. Also da würde ich keinen Schaft mehr kaufen, der keine Arca-Swiss-Schiene unter hat und der so gefertigt ist. Ja, hier ist auch ein Barricade-Stop gleich dran und dann kommt gleich das Magazin. Da gibt es nichts dazwischen und das ist natürlich optimal. Außerdem ist das hier vorne ein Teil. Dieser Schaft ist ein Teil. Damit ist das Vorderteil sehr, sehr stabil. Ne, ich habe das hier bei der RS9 nicht, aber ich habe hier sehr starke Schrauben, die das wirklich stabil machen. Und das ist wichtig. Und da muss man aufpassen. Ne? Ich glaube, die haben das auch schon verändert beim Wischenschaft. Hier sind so ganz kleine Schrauben teilweise drin, aber auch noch große, Gott sei Dank. Also das muss stabil sein. Das ist ja auch stabil, Gott sei Dank. Sonst kann man das nämlich nicht verwenden. Wenn ich das hier vorne lagere, dann ist hier ein Riesenhebel drauf auf diese Schrauben in der Mitte. Und das ist immer ein Kompromiss an der Stelle. Ja, da ist ein durchgehender Schaft auf jeden Fall besser. Wichtig ist auch, dass ihr was anbauen könnt hier. Meinetwegen eine Kufe oder sowas oder hier so ein Monopod und halt noch ein paar andere Sachen. Ne? Umso weniger der ganze Quatsch irgendwie verhaken kann, umso besser ist es. Ich habe zum Beispiel hier Picatinny-Schienen bei der RS9. Ich habe das Gewehr ja schon vorgestellt. Und ich mag das nicht mehr so. Ich glaube, es gibt ein Facelifting, gerade bei Händel, da gibt es das dann, ich glaube, da gibt es das dann auch nicht mehr. So wie hier, alles glatt, nichts stört. Hier oben ist auch nichts drüber, ich brauche da nichts. Ne? Optimal. So soll das aussehen, so mag ich das am liebsten. Ist bei dem Schaft noch was zu beachten? Ich gucke mal nach, was ich mir aufgeschrieben habe. Robust, anbaubar, na, robust. Okay, das war's. Kommen wir zum vierten Teil und das ist der Abzug. Der Abzug sollte unbedingt einstellbar sein, weil jeder hat andere Vorlieben. Gerade beim dynamischen Schießen muss ich aufpassen, dass ich nicht zu leichte Abzugsgewichte nehme. Ich kann da nicht mit 100 Gramm rumlaufen. Das ist ja gefährlich für alle Beteiligten. Und ich ecke ja auch mal ordentlich an, in irgendeiner Betonecke oder sonst was. Und da sind so eine leichten Abzüge einfach lebensgefährlich. Ne? Also da stelle ich mir hier 800 Gramm ein oder vielleicht 700 Gramm und das ist für mich schon das höchste aller Gefühle. Ich schieße da auch gerne mit einem Kilo, das ist auch überhaupt kein Problem. Beim statischen Schießen ist es vielleicht nicht ganz so wild. Da kann ich auch noch ein bisschen runtergehen, aber bitte achtet darauf, wenn ich hier mit 338 rausballer und neben mir liegt einer mit einem leichten Gewehr, mit einer 6 mm, das ist ein gemischtes Feld da vorne zum Schießen, das passiert immer wieder, und ich hau dann einen raus da, dann kriegt der andere neben mir einen Schreck und wenn er dann 200 Gramm Abzug hat, dann schießt er schon mal los. Natürlich trifft er das nicht. Das war schon ganz oft so. Ich komme dann nochmal zur Taktik, wie man da vorgeht, sodass man keinen Schreck kriegt vom Nachbarn, weil darauf ist man ja nicht gefasst. Ja, also einstellbar. Ich favorisiere Two-Stage-Trigger, also 2-Punkt-Abzüge. Das heißt, einen mit Vorweg. Ja, da kann ich viel besser in den Abzug reingehen. Also keine trockenen Flintenabzüge. Ich kann den Dingern überhaupt nichts abgewinnen. Und ich habe den bei der Flinte. Ja, da fällt das nicht so auf. Ne? Da mache ich ein bisschen Fallscheibe und da ist das okay. Aber hier beim Long Range finde ich Two-Stage besser und am besten ist es, man kann alles einstellen, also den Abzugswiderstand und auch den Vorwiderstand. Das heißt, wenn ich dann schon mal vorziehe bis zu meinem Punkt und ich habe 700 Gramm eingestellt, dann ist der Punkt ja nur noch auf 400 Gramm oder auf 500 Gramm. Ne? Das ist, ich habe ja schon ein bisschen Vorspannung rausgenommen. Außerdem will ich den Vorweg einstellen, den Weg nach dem Schuss einstellen, also bis wo er anschlägt. Und dann will ich noch einstellen, wie die Charakteristik ist. Das geht zum Beispiel mit Azelabzügen super. Ich finde jetzt hier den Händel auch nicht schlecht. Und ich finde übrigens den originalen Ticker-Abzug auch nicht schlecht. Der war für mich super. Ne? Also der schießt sich wirklich super. Und für das Geld ist das auch ein cooler Abzug. Ja, da muss man aufpassen, dass man sich was Vernünftiges kauft und dass das auch einbaubar ist dann in diese Waffe, in dieses System. Das muss natürlich dafür passen. Das heißt,
ich gehe nochmal zurück zum System. Wenn ich mir ein System kaufe, dann sollte ich gucken, dass ich ein System kaufe, was einen möglichst weit verbreiteten Fußabdruck hat. Na, ich habe zum Beispiel Remington-Systeme hier und für Remington gibt es alles. Na, Remington 700 gibt es alles. Ja, das ist sehr weit verbreitet. Für Tigger gibt es auch eine ganze Menge und für Sig Sauer gibt es auch eine ganze Menge. Ja, für Henel gibt es natürlich nichts, da kaufe ich das Gewehr oder ich lasse es. Ja, oder wenn ich mir eine TRG kaufe von Sarko oder sowas, dann kaufe ich das Gewehr oder ich lasse es. Und dann ist das so. Ne? Wenn ich dann mal einen anderen Schaft dran machen will, dann ist das nicht so einfach. Da müsst ihr vorher mal gucken, was so die Schafthersteller anbieten. Und am weit verbreitetsten ist natürlich dann Remington. Ganz einfach. Also Träger, was hochwertig ist, was man einstellen kann, was auch lange hält, logischerweise. Kommen wir zum letzten Teil und das ist die Bremse. Ne? Wenn ihr nicht mit Schalldämpfer schießt und viele dürfen keine Schalldämpfer schießen, gerade in Deutschland, also wird es eine Bremse werden und da müsst ihr darauf achten, dass ihr die richtige Bremse kauft und dass ihr natürlich das vernünftige Gewinde da vorne habt und für dieses Gewinde auch diese Bremse bekommt. Zum Beispiel an der Ticker, diese Originalbremse, die finde ich ja nicht toll. Und ich habe hier dann eine TRG-Bremse von Sarko drauf gebaut. Die war okay, also die war deutlich besser als die Ticker-Bremse. Und ist aber eine einfache Bremse, die ist nicht einstellbar. Sie hat nur 3 Kammern. Das ist also nicht das Optimale. Ne, wenn wir hier auf die RS9 gucken, die hat auch eine 3-Kammer-Bremse. Die ist natürlich noch ein bisschen anders gearbeitet, weil da passt auch gleichzeitig noch ein Schalldämpfer rauf. Wer das braucht, ne, ja, der muss halt zu solchen Dingen greifen. Auf der Custom ist jetzt eine bessere Bremse drauf und zwar das ist eine 4-Kammer-Bremse. Die hat schon eine ganz andere Wirkung, auch weil die Innenform ganz anders ist. Und die macht natürlich das, was ich unbedingt will bei einer Bremse. Ich will den Rückschlag minimieren. Das ist mein Hauptanliegen als Sportschütze. Ne? Also ich will keine Signaturverzerrer oder ich will nicht, dass der Feuerball nicht so sichtbar ist. Das ist mir völlig wurscht. Weil dem Papierziel da vorne ist es vollkommen egal und dem Stahlziel da auch. Und da will ich Bremsen haben, die vor allem einstellbar sind. Diese Bremse ist einstellbar, die hat solche Schrauben. Da kann ich insgesamt 12 Schrauben rausdrehen und quasi noch feintunen. Es gibt andere einstellbare Bremsen, wie zum Beispiel die EC Tuner von Cortina und auch andere. Und ich mache mal ein extra Video zu den Bremsen, habe ich schon lange versprochen. Aber ich habe halt nicht so viele gute Bremsen gefunden, muss ich ehrlich zugeben. Und deswegen habe ich das bisher immer noch nicht gemacht. Ich bin jetzt froh, dass ich diese Bremse gefunden habe endlich. Und ich hoffe, dass ich demnächst auch eine EC-Tuner bekomme. Ich bin da schon in Kontakt mit dem Erik Cortina und bin mal gespannt, was die dann noch zusätzlich bringt, weil die ja ein bisschen einstellbar ist, auch in Sachen Bewegung. Mündungsbewegung des Laufes und da bin ich mal ehrlich gesagt gespannt und dann mache ich darüber natürlich logischerweise auch ein Video. Also die Bremse wäre der letzte Punkt und diese Bremse sollte auch funktionieren. Ja, das waren die 5 Teile an so einem Gewehr. Mehr ist da nicht dran. Der Rest sind Anbauteile. Und diese Anbauteile, was man da kaufen sollte, das mache ich in einem extra Video, sonst wäre dieses Video jetzt zu lang geworden. Also ich fasse mal zusammen. Ich favorisiere Customs mittlerweile, weil ihr alle Teile einzeln auswählen könnt. Und ihr braucht dann nur noch einen guten Büchsenmacher, der das auch vernünftig zusammenbaut. Sonst hat das natürlich keinen Sinn. Und der Vorteil ist, ihr habt dann alles das, was ihr genau euch gewünscht habt. Wenn ihr Gewehre von der Stange kauft, müsst ihr natürlich gucken. Oft ist es ja auch eine Geldfrage, ganz klar. Dann müsst ihr gucken, was ist der beste Kompromiss für das Geld. Und da habe ich ja auch schon Sachen vorgestellt, die man kaufen kann. Und damit kann man auch schießen und auch glücklich werden. Also von daher müsst ihr dann nur noch darauf achten, dass die Dinge, die ich in diesem Video gesagt habe, auch so halbwegs passen. Ja, so viel zu dieser Grundlagenkaufberatung für eine Longrange-Waffe. Und ich hoffe, euch bringt das ein wenig weiter und das hält die ganze Geschichte ein wenig auf. Das war es erstmal für heute. Ist doch wieder ein bisschen länger geworden. Tut mir leid. Aber man will ja viel Geld ausgeben vielleicht und da ist das vielleicht auch angebracht, mal die Einzelteile zu besprechen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich würde mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen.
Kanal abonnieren nicht vergessen, auf die Glocke drücken, dann werdet ihr auch informiert. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.